Hallo und willkommen zurück bei der neuen Folge FIFA 23 Karriere. Wir sind jetzt beim Timer angelangt. Dann schauen wir mal, was so die Top-Transfers sind. Vielleicht kriegen wir noch irgendein gutes Angebot rein. Ich glaube es aber irgendwie nicht. Oh, sie wollen. Wer will denn unseren Torwart haben hier? Die Rangers für 4,3 Millionen. Ja, er macht sich, ne? Aber wie gesagt, seit die das System hier geändert haben, gefällt es mir einfach nicht mehr. Oh, Hamburg hat sich mal einen 15 Millionen Mann geholt. So, dann schauen wir mal. So. Ist das hier ein. Warum geht das jetzt hier nicht? Entschuldigung. Ich war bei Datum. Ich wollte gerade sagen. So, der teuerste Transfer dieses Mal war Valverde von Real nach Liverpool für 141 Millionen. Ødegaard auch nach Liverpool. De Ligt nach Atletico. Tielemans nach Newcastle. Oh, Musiala nach Manchester United. Oh, Süle nach Real, wer kennt's nicht? Oh, Savic nach Arsenal. In echt ist er ja nach Saudi-Arabien gegangen, total verrückt. Sola sagt mir jetzt mal spontan nichts. Oh, Christensen auch bei Liverpool. Liverpool hat viele Neuzugänge, hä? Oh, Kone nach West Ham. Haben die Klapperer auch wieder ein bisschen Geld. Oh, Werner auch nach Manchester United. Das war es eigentlich auch schon. Aber wie gesagt, mir gefällt das System. Mir gefällt das System eigentlich nicht mehr. Vorher war es echt cooler, wo man noch sehen konnte, wer in der Liga irgendwie eingekauft hat. Das hat mir irgendwie besser gefallen, muss ich sagen. Aber was willst du machen, ne? Man muss es holen, wie es ist. Ich bin echt mal gespannt. Ich weiß noch echt noch gar nicht, ob ich mir das neue FIFA holen soll. Also das EA Sports FC oder wie es heißt. Ich muss da echt mal schauen, was es kostet, was es für Sachen gibt. Der große Augenblick ist da. Es ist sein erster Auftritt im neuen Trikot und wir sind natürlich live dabei. Bleiben Sie dran. Wir haben nur einen neuen Hallo und Mann. willkommen hier im Deutsche Bank Park, Aber nicht der wo wir Rede im wert. Moment eine dichte Schneedecke haben. Seien Sie Aber herzlich. ein paar freie Zu Spieler kann man zwischendurch Spiel. immer mal wieder Mein Name ist holen, Wolf Fuß weil und ich werde das heutige Spiel man gemeinsam muss mit halt dem eben nur den Kollegen Gehalt Frank bezahlen, Buschmann für wenn Sie wir irgendwann wieder kommentieren. Und heute loswerden. geht es bei uns um ein Spiel aus der Oh, was war Bundesliga. das? Eintracht Frankfurt gegen SC Werl. Machen wir vielleicht Das sogar ein könnte ein nettes Highlight werden, Sümchen mit Wolf. ihm. Alles drin, alles dabei. Super, dass wir uns hierfür entschieden haben.
Jetzt schießt er. Das ist die Chance. Und im Nachgang, da ist es 1-0, Trimmitsch. Schönes Ding. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Schön durchgesetzt, zieht am Verteidiger vorbei. Das ist eine seiner großen. Ja, da hatten wir auch mal Glück. Zum Tor. Unnachahmlich. Tolles Tor. Siebte Tor in 18 Spielen. Super Trimmitsch. Die frühe Führung, das ist schon mal sehr gut. Frankfurt ist hinten. Jetzt müssen wir das nur über die Runden bringen. Gegen Union haben wir ja wieder verloren. Da waren wir wieder viel zu offensiv schwach. Viel zu schwach offensiv so. Ja, weg ist der Ball. Aber jetzt fangen wir wieder hier an mit. Ball weiter im Spiel, könnte durchaus gefährlich werden. Klasse Einsatz. Mit unnötigen Fehlern. Es sieht alles nach dem Titel für sie aus, auch wenn sie noch. Boah, schöner Ball auf Wolfram. Aber so souverän, wie sie in dieser Spielzeit bisher auftreten. Boah, eine starke Parade. Schade. Die Idee von Wolfram gar nicht schlecht, aber ich hätte vielleicht einen Lupfer probieren sollen. Jetzt im Studio. Wir haben hier ganz alleine. Oh oh. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Also, das hätte mich dann doch sehr gewundert, wenn der reingeht. Also, das war ungefähr das Schlechteste, was er hätte machen können. Ne? Diese Info zum Geschehen auf dem anderen Platz musste leider unterbrochen werden. Torerfolge also für Union Berlin. Sie führen nun mit 1-0. Gefährliche Szene. Er steht gut, er ahnt den Ball, macht sich lang. War wieder so eine Parade, die einfach zeigt, wie gut er ist. Jetzt der Eckball. Die Balleroberung. Exzellentes Pressing. Pablo. Jetzt könnte Frankfurt vielleicht über außen kommen. Das Spiel irgendwie schneller wie sonst. Da geht er vorbei. Hereingabe auf den langen Pfosten. Gehalten. Unglaublich, Wolf. Was für ein sensationeller Reflex. Oder wirkt das nur so? Die Ecke kommt. Ganz starker Kopfball, aber eben auch klasse gehalten. Ja, der hätte gepasst. Gute Aktion von beiden. Halbherzig geklärt. Ball weiter gefährlich. Ganz sicher. Na, vielleicht wird es auch nicht so. Einen weiteren Eckstoß. Ja, mir kommt es so vor. Der Gegner war dran. Noch ein Eckball. Die kurze Variante. Tja, kommt der da reingeflogen. Die Gäste sind beim Ballbesitz hinten, aber sie machen eben sehr viel aus ihrem Ballbesitz, spielen unheimlich effektiv. Rausgekommen ist diese Führung. Jetzt sind sie hier im Ballbesitz, vielleicht können sie jetzt was draus machen. Ja, guter Pass. Jawohl, da ist das 2-0. Ich glaube, in der Hinrunde haben wir gegen Frankfurt auch schon gewonnen. Der Torwart ist einfach nicht da, wo er sein muss. Und das weiß er auch. Das Ding geht auf seine Kappe, sehen wir hier nochmal ganz deutlich. Trimmitsch mit dem Doppelpack. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Im Spiel von Freiburg ist ein Tor gefallen. Wir geben kurz rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Freiburg. Neuer Spielstand damit 1-0. 36 Minuten sind gespielt. Vielen Dank für die Info. Pablo. Schöner Abseits, oder? Das sieht gut aus. Kein Abseits, 3-0. Jetzt sind wir schon mit 3 in vorne. Der nächste Treffer, also die sind heute nicht zu bremsen. Ja, das ist doch schön. Wir sehen nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Schön und gut, so soll das sein. Steilpass und dann setzt er sich durch. Willensstark, das zeichnet ihn einfach aus. Wolfram darf auch mal. Keine Chance. Frankfurt ist in der Bundesliga mein Lieblingsgegner. Da hatten wir, die hatten wir im Hinspiel gar keine Probleme. Das haben, glaube ich, auch 5 Tore in 19 Spielen so. Gegen Frankfurt haben wir ohne Probleme auch im Hinspiel gewonnen. Glaube ich auch 3-4-0. Mit Auge.
Ja, einen dürfen sie noch machen. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Ende keine große Mühe mehr. Die erste Hälfte ist vorbei. Ja, boot ruhig. Anstoß für die. Noch haben wir nicht gewonnen. Oh, Dortmund unentschieden. Freiburg führt, Union führt. Noch haben wir nicht gewonnen, liebe Leute. Also. Noch Pause nicht ist zu vorbei, früh das Spiel freuen. Geht wir wissen genau, wie es ist. Das Tor. Boah. Mit das der kann Aktion rot sein, ne? Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Ey, was war das denn? Ich habe einfach nur vier gekriegt, ich habe gar nicht gelenkt. Ist das ein Beschiss? Es tut sich was in der Volkswagen Arena. Ein Tor ist gefallen. Was passiert ist, erfahren wir jetzt aus dem Studio. Wir haben hier das erste Tor für Wolfsburg. Torschütze war Giovanni Reina. Schwerer Torwartfehler in dieser Szene, ja. Und so eine Chance nutzt er natürlich. Der neue Spielstand damit 1:1. Gespielt sind hier 49 Minuten. Danke vielmals für dieses interessante Update. So, jetzt die kurze Variante. Ja, wir müssen schauen, dass wir hier gewinnen. Wenn wir gewinnen. Er schießt! Nee, der geht nicht rein. Kommen wir sogar, ich glaube, auf einen Punkt, ne? Ich glaube, vier Punkte hatte Frankfurt mehr wie wir. Das ist natürlich genial. Vielleicht können wir sogar noch an internationalen Plätze anknüpfen. Was ich nicht glaube, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Sie suchen ihre Chance. Ballverlust. Chance für den Konter jetzt. Im Signal Iduna Park passiert was, es ist ein Tor gefallen, im Studio gibt es alle Infos für uns. Wir haben hier den zweiten Treffer für Köln. Oh. Schütze des Tores war Jérôme Roussillon. Da sah der Keeper alles andere als gut aus. Das war ein Tor. Ah, schade. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. Gespielt sind 57 Minuten. Vielen Dank für dieses Update. Jetzt könnte Frankfurt vielleicht über Außen. Oh nee. Den Ball hat er, ganz souverän. Tja. Leicester hat einen Neuzugang und das ist nicht irgendein Spieler, sondern ein echter Wunschspieler. Also mit ihm verstärken sie sich in jedem Fall. Boah, schöner Ball auf Korbos. Ah, aber jetzt bekommen sie erstmal die Chance. Und jetzt! Der Ball ist drin! Kein Abseits, ist drin. Jawohl, 4:1, da ist das Ding. Stark, Leute. Sessa, seht ihr das? Hat Sessa aber noch Glück, ja? Ist aber gerade raus dafür. 4:1 jetzt also. Die Nummer 30, Nicolas Sessa. El-Yunusi. El-Yunusi. Schöner Pass da. Oh, Sessa heißt er. Ich nenne ihn mal Sessa. Naja, was soll's. Da trennt er ihn fair vom Ball. Hat ja ungefähr dann nur 10 Saisons gedauert, bis ich gemerkt habe. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Aber wie gesagt, ich bin der absoluten Überzeugung, dass heute irgendwie schneller ist, das Spiel. Einwurf also im Allgemeinen, Frankfurt. Nicht nur Mainz, sondern im Allgemeinen das Spiel. Bald ist es soweit. Das nächste Spiel in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt. Dann geht es auswärts gegen Hertha BSC. Und da freuen wir uns auf eine hoffentlich hochklassige Begegnung. Wir bekommen hier gleich den Schlusspfiff in diesem Spiel, in dem eine klare Führung für die Gäste auf der Anzeigetafel steht. Der Vorsprung ist erheblich. Ja, was Leicht soll da noch Schlusspfiff. Passieren? Nee, nee, die Sache ist durch. Entscheidung ist gefallen. Ah, es wird schade. Den Zweikampf führt er sehr gut.
Es tut sich was in der Volkswagen Arena. Ein Tor ist gefallen. Was passiert ist, erfahren wir jetzt aus dem Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für den VfL Wolfsburg. Torschütze war Breel Embolo. Vom Embolo geht der Ball ins Tor. Ganz enge Szene, aber am Ende darf er sich doch freuen. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. Gespielt sind... Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Jawohl. 5:1. Und Trimmitsch mit dem Hattrick. Da freut er sich. Aber dann gibt es auch keine Gegenwehr. Und dann fällt so ein Tor. Wir sehen es ja hier in der Wiederholung. Schläft die komplette Abwehr. Sieht man auch nicht ganz so oft. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie. Und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Oh, das ist gut, haben wir wieder was für die Sportdifferenz gemacht. Was für ein Gegentor ist, Bietler natürlich. Es gibt also einen Treffer für den VfL Wolfsburg. Damit sind sie nun 2:1 in Führung. Ja, Embolo hat es geregelt. Das habe ich mitbekommen. Der Torwart mit dem Ball jetzt. Das haben wir es gleich geschafft. Da sehen wir die Tafel. Eine Minute wird nachgespielt. Viel Übersicht bei diesem Pass. Jawohl. Und nun ist es zu Ende. Das ist der Schlusspfiff. Mehr als diese Niederlage war. Ich hoffe, dass es am Schluss abseits war und nicht einfach... Auf jeden Fall, Trimmitsch hat wieder alles gegeben, gezeigt, was er kann. Und für was wir ihn geholt haben. Ich danke Ihnen zunächst mal, dass Sie so kurz nach dem Abpfiff bei uns sind. Ja, ist natürlich so eine Sache mit Bürger, das muss man schon sagen. Ist halt eben mein Reservemann, ne? Danke für das Gespräch. Ah, wie gesagt, Frankfurt ist mein absoluter Lieblingsgegner. Jetzt offiziell. Oh, und jetzt geht's direkt im Pokal gegen monatliche Jugendmannschaft. Schauen wir da mal noch rein. Da ist aber noch keine 18. Ne? Oh, er hat vielleicht Potenzial. Da müssen wir mal schauen. Letzte Frist für Transfers. Okay. So, es geht in den Pokal in der nächsten Folge. Wir haben hier noch irgendwas, möchte er spielen? Ja, ich denke mal schon. Wie ist denn die... Ja, ich denke mal, kriegen wir hin. Wir müssen im nächsten Spiel dann sowieso ein bisschen rotieren. Im Viertelfinale vom DFB-Pokal. Warte, ich schau gerade mal noch die Tabelle an. Wir sind jetzt 11. Frankfurt, oh, Gladbach nur noch 9. Jetzt spielen wir gegen Augsburg und dann gegen Leipzig. Das wird interessant. Ich glaube, gegen Leipzig haben wir in der Hinrunde auch gewonnen, ne? Hamburg immer noch ohne Sieg. Ja, jetzt ist ja, wie gesagt, erstmal Pokal. Und da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.